Was war das denn? Was? Ich bin aufgestanden und ich habe direkt 2 Herzen Schaden gekriegt. Ach was. Da haben mich die Geister nachts Bist du in der besucht. Wand gespawnt? Nö, eigentlich nicht. Da haben mich wohl die Oder Geister des Friedhofs war nachts die Decke? besucht Ja, das kann und. natürlich sein. Es ist, glaube ich, die naheliegendste Antwort. Nee, keine Ahnung. Ich habe ja noch keine Decke drauf. Und das Bett steht ja auch Ja, ein paar das ist Blöcke von eben der die Wand Gefahr, wenn entfernt. man neben einem potenziellen Friedhof baut. Genau. So, dann mache ich hier noch. Ja, das obere wird etwas flacher. Genau. Ach, so. Cobblestone. Ja, IS, ich habe in meinem letzten Let's Play, in den letzten Folgen, wo ich selber dran war, habe ich da auch mal ein bisschen was zu gesagt. Man muss das ja vielleicht auch im Kontext sehen der Vergangenheit, der Geschichte von früher. Also früher gab es Ja. ja auch solche Organisationen, solche Terroristen oder was auch immer. Die hat es ja immer schon gegeben. Also wenn ich daran denke, gut, ich war nicht dabei vor 500 Jahren, aber man kann das ja lesen. Wenn, wie zum Beispiel die Spanier in Südamerika gehaust haben und in Mittelamerika. Das war ja auch nicht vom Feinsten. Die haben ja auch die Leute nur umgebracht. Ja, das stimmt, das ist. Oder damals, als der Islam entstanden ist, als Mohammed dann den Islam gegründet hat und dann sein weltliches Reich, das mohammedanische Reich der Araber da auf der Halbinsel, innerhalb von wenigen Jahren unheimlich vergrößert hat. Ich meine, das hat er auch nicht mit dem Koran in der Hand gemacht. Das hat er auch mit Feuer und Schwert und Ja, vielleicht auch sicher. noch mit dem Glauben. Und die machen das ganz genauso. Wir kennen das nur nicht. Ne? Wir meinten, wir wären in der heutigen Zeit alle so zivilisiert, dass es das nicht mehr gibt, aber das gibt es schon noch. Und wie war das vielleicht im Dreißigjährigen Krieg, wo hier Gräueltaten, wenn man darüber Ja. liest, das ist auch nichts anderes gewesen. Also wir haben halt bloß gedacht, wir wären jetzt schon so zivilisiert, wir Menschheit, Ja, dass das wir das. stimmt. Deswegen sind wir Ja. etwas erschrocken. Zivilisiert. Wir verhalten uns ja eigentlich auch nur wie Tiere in einer gewissen Art und Weise, finde ich. Also, sie verhalten uns wie Tiere, aber wir können jetzt erklären. Ja, aber es ist halt so, ne, dass wir Ja. gedacht haben, ja, wir Ja, haben da jetzt hast du auch keine mit Kriege Recht. mehr, wir sind in einer friedlichen Welt und dann kommt dann sowas. Und da sind die Leute natürlich erschrocken, aber. In der Grundschule haben sie auch uns immer verklickert, ja, Deutschland, da wird es nie wieder einen Krieg geben und so, aber man ist ja nie davor sicher. Ja, das kann man sowieso nicht wissen, weil. Ja, deshalb, ich weiß nicht. Weil man ja, man kann sagen, vielleicht in den nächsten 100 Jahren nicht. Man weiß ja nie, was in 200 Jahren ist. Oder Ja, man weiß sicher. schon mal gar nicht, was vielleicht in 100 Jahren ist. Na. Ja, wenn ihr es so überlegst, stell dir mal vor, jetzt die USA und Russland zum Beispiel würden jetzt Atomkrieg führen, dann wären wir ja auch im Kreuzfeuer. Wir Dann wären nicht hätten im wir auch. Kreuzfeuer. Wir würden wahrscheinlich keine Bombe abkriegen, aber das würde trotzdem die ganze Menschheit betreffen. Allein schon aufgrund dessen, dass, sagen wir, so eine Atombombe ja Dreck und Staub in die Atmosphäre schießt, ne? Und dass dann die Sonneneinstrahlung geringer wird, dass vielleicht eine kleine Eiszeit wieder kommt und dass man dann weniger erntet und so weiter und so weiter. Also irgendwelche Einflüsse hat es dann schon. Auch auf uns, selbst wenn wir da nichts direkt von abkriegen. Ja, also das wäre natürlich eins der schlimmsten Sachen. Und mit jetzt, wie heißt der Putin? Ja, ne? Der heißt Ich weiß Putin, nicht. ja. Der ist mir auch nicht ganz geheuer. Der auch gegen Schwule oder Lesben, soweit ich weiß. Also gegen Gut, das ist aber noch kein Grund, Sommerkrieg Krieg zu führen. ja, aber Das ich ist glaube, für halt eine ihn ist das schon fast ein Grund, weil persönliche er hat Ansicht da. von ihm. Weil er ist ja wohl auch nicht mehr zivilisiert, finde ich, die Ansicht. Was heißt nicht zivilisiert, aber nicht menschlich kann man.
Ja gut, was ist menschlich, ne? Aber wenn er jetzt nicht ich meine, der Zweck des Lebens ist ja die Fortpflanzung. Ganz einfach gesagt. Und wenn man lesbisch oder homosexuell ist, pflanzt man sich nicht fort. Also ist das schon mal etwas, was in der Natur des Menschen normalerweise nicht vorkommt. Aber es gibt auch Tiere, zum Beispiel bei Enten, glaube ich, sind es Erpel, die miteinander eine Beziehung haben. Die werden auch nie Kinder kriegen. Also gibt es da auch sowas wie Homosexualität. Ja. Und die Kirche ist natürlich ganz und gar dagegen. In vielen Ländern ist das halt strafbar. Es ist in mehr Ländern strafbar, als es akzeptiert wird. Also hier in Europa wird es akzeptiert, aber zum Beispiel in ganz Afrika werden auch Homosexuelle nicht gerade positiv angesehen. Manche fliegen sogar ins Gefängnis in manchen Staaten. Kirche, finde ich, ist sowieso der größte Schwachsinn. Also von meiner Seite aus. Das heißt, der größte Schwachsinn. Mein Glaube kann ja durchaus Berge versetzen, aber ich finde jetzt nicht unbedingt der Glaube an Gott im biblischen Sinne. Weißt du, wie ich das meine? Ich persönlich bin jetzt keiner, der glaubt, dass Typ oder wie der da beschrieben wird, dass der die Welt in 7 Tagen beziehungsweise in 6 Tagen erschaffen hat, weil in der 7. hat er ja Pause gemacht. Da bin ich irgendwie wirklich, ehrlich gesagt, ganz anderer Ansicht. Man darf das auch nicht wörtlich nehmen, was da steht, sondern muss es halt sinngemäß nehmen. Die Menschheit, du hast dir was verloren. Was denn? Oh. Aber jetzt habe ich es aufgesammelt. Ja gut. Die Menschheit hat halt ein Problem. Es gibt manche Sachen, die sich die Menschen nicht erklären können. Und bevor sie verrückt werden und sagen, ah, wir können es das nicht erklären und was wollte ich jetzt eigentlich machen hier? Ich wollte diese Dinger machen. Mein Gott, ja, das kommt davon, wenn man redet und beim Reden das vergisst, was man machen wollte. So, wie gehen die denn eigentlich? So? Ah! Genau. Oh, das Sache ist aber ziemlich groß. Jetzt nicht, dass das wirklich gleich noch die Sicht versperrt. Sonst mache ich das ein bisschen niedriger. Muss ich mal eben ganz kurz gucken. Ich guck da mal. Am besten stelle ich mich hier mal aufs Feld. Relativ ganz groß. Vielleicht das verkleinern, oder? Nö, das geht schon. Ich meine, davor kommt ja dann auch noch. Ja, die Stadt wächst halt und das ist halt so. Ja. So ist das. Genau, halt. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich gehe nochmal ganz kurz hin. Das Quarz-Sandsteinhaus. Welches? Da ganz Mensch? Hinten? Ja, genau. Auf dem Bergsporn, ja, das ist von Tom. Ein Haus aus der Mitbauaktion. Ach so, das ist noch ein Haus von. Ach so. Dach gerade schon, hat das jetzt, was weiß ich, Opa Zeron oder die ganzen anderen. Nee, Opa Zeron war nur da und hat sich führen lassen, so wie ich ja damals bei ihm auch. Der hat also nichts gebaut. Aber man muss ja auch nichts bauen und. Auch mal so schön, finde ich, deine sehen. Aber jetzt wollte ich dann nicht doch schon wieder eine Führung machen. Also ist ja schon gut, dass du was baust. Muss jetzt auch nicht jedes Mal eine das Führung. Das wird ja dann auch langweilig für die ja, Zuschauer. Wollte sagen. So, wie geht das? Da haben wir nochmal, da brauche ich noch 4x4 sind 16, also brauche ich noch 11. Also muss ich wahrscheinlich 12 machen. Bin ich ja jetzt auch schon seit. Verdammt! Glaub ich ja jetzt nicht. Mann. Kann doch nicht angehen. Warum immer ich? Was? Bist schon wieder gestorben. Ja, ich hab's gesehen. Warum immer ich? Wo fällt man denn da runter? Ich bin jetzt. Du musst immer gut essen, dann kannst du so ein bisschen was ab an Fallschaden. Daran nichts. Ich gedacht, vielleicht. Durch die Rüstung und so, da geht das schon. Das aber
Nee, passt nicht. So, da machen wir hier nämlich. Und wir Tempel. Brauchen also vier. Du willst, finde ich meinen Helm nicht, aber ist egal. Renn ich mal nicht. Jetzt schleiche ich hier über die Wiesen. Sehe ich dich? Auf der großen sehe ich dich nicht, sondern nur auf der kleinen. Wo bist du denn jetzt? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich bin jetzt im Lager. Also jetzt komme ich wieder zum... Ach so, weil meine Karte gar nicht so weit geht, ja. Okay, ich weiß nicht, ob du mich jetzt gleich wieder siehst. Geh mal ins Bett da im Lager oder wo du gerade bist. Ja, Moment, ich gehe jetzt dann... Jetzt direkt da. Komm hier rein, bei... Oh nee, lieber die Tür zu. Bei... So. Ich sehe deinen Namen da. Okay. Wo ist das Bett? Ach da. Okay. Bin... Okay. Okay. Hey. Okay. So, mal schauen. Ja, wunderbar. Bundesliga beendet. Und? Hannover hat gewonnen, das freut mich. Ach, Hannover. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin nicht der größte Fußball. Aber wenn, dann auf jeden Fall Gladbach. Auch wenn die meiner Meinung nach bei den meisten irgendwie ziemlich unbeliebt sind, habe ich das Gefühl. Och, weiß ich nicht. Du ist bist auch für? Egal. Hannover, wie gesagt. So, okay, ja. Ich habe jetzt gehört. So, jetzt sind wir da. So weit, dann mache ich hier noch einen rüber. Das muss ich noch alles auffüllen. Ach du Jemini. Hätte ich doch nicht so groß machen müssen. Gebratenes Hühnchen. So, ach. So. 3, 6 und... Holzbretter. Moment, was wollte ich? Ich wollte auffüllen, hatte ich gesagt. Genau. Mit Erde. Und da ist Erde. Ich habe gerade schon gedacht, jetzt schneit es wieder. In rauen Mengen. Nee, normalerweise schneit es erst am dritten Tag. Also wenn man sich jeden Tag hinlegt, dann passiert da nichts. Ja gut. Das ist anders als im wirklichen Leben. Wo kommst du denn daher? Ja, von da oben. Wo ist denn dein Hut? Ja, deswegen, ich suche den jetzt hier gerade. Ach, hier bist du runtergefallen. Ja, genau. Ich war zu übermütig, dann bin ich da von dem Balkon geplumpst. Ich habe so geguckt nach unten und dann, ja. Ja, hier? Das Ding kann natürlich... Da! Ich hab ihn! Hütchen da. Auf der Terrasse. Ich werfe noch 1000 Mal. Nicht schön hier alles. Man seit, ich glaube Folge 300 oder 200, das war wirklich das erste Mal, so um den Dreh, ich glaube Folge 200, Anfang 200, als ich glaube ich das erste Mal dein Let's Play gesehen habe. Aha. Kann mich da jetzt auch nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber ganz, wie gesagt, einfach mal was anderes und was Schöneres. Weil dieses Ruhige mal zu haben. Ich meine, natürlich manche Let's Player, die dann so aufgedreht sind und hast du gesehen, die sind dann auch lustig. Aber ich sag mal so, um abends mal schön zu entspannen. Ist richtig, das. Genau. Das höre ich auch immer. Ich bin sehr gut als Einschlafhilfe. Das stimmt. Deshalb habe ich... Oute mich jetzt eben, mal weil man mich nebenbei hören kann und dann keine Gefahr ist, dass ich plötzlich laut aufschreie und mal wieder wach wird. Ding, also ich höre jetzt halt vielleicht
einer Woche oder so fast jeden Abend, wie heißt es? Ich will schon fast sagen, im Schatten des Enderman. Schattenmörder. Ja, so heißt es. Schattenmörder. Das ist wirklich richtig schön. Und auch die Idee. Das hat mich zuerst ein bisschen verwundert, weil, also mit diesem Teleporter. Mich erst ein bisschen verwundert. Aber, ja, dann hab ich gedacht, ja. Ist ja doch eine gute Idee. Ja, natürlich. Das fällt ja aus dem Rahmen. Ich mag ja solche Geschichten auch, die so ganz normal anfangen und dann plötzlich eine Wendung nehmen, wo man nicht mit rechnet und die auch völlig irreal ist. Ja, das ist doch schön. Ich sag ja, die mag ich. Und wenn es die nicht gibt, muss... Wo ist jetzt da? Ärzte hier. Der Opa hier herhalten. Dann muss ich sie mir selbst schreiben. Genau. So, und... Habe ich jetzt das Holz weggeworfen? Nee, gut. Er ist auf jeden Fall wirklich sehr schön. Und danke nochmal, dass du eingeladen hast. Ja, ich sag ja, ich fange halt an, Leute einzuladen, wo ich auch schon mal zu Gast war. Gehört sich ja irgendwie gut. So. Bisher ging das ja nicht, weil ich keinen Server hatte. Und jetzt habe ich das im August mal ausprobiert. Und habe im August alleine auf dem Server erstmal gespielt, damit ich den richtig kennenlerne, wie das alles so funktioniert. Ja, eigentlich relativ einfach. Also, ist jetzt... Wo hostest du den? Bei Nitrado, ne? Oder? Ja. Auch wegen deiner... Adresse. Wegen was? Wegen deiner TS-Adresse da. Ach so, ja. Ja, da ist es ja eigentlich relativ einfach. Hast du Vanilla, also das normale Minecraft, oder mit Plugins, so wie Bucket? Also, ich weiß nicht, ob du jetzt den Unterschied kennst. Aber... Ich kenne den Unterschied. Ich habe ja auch Minecraft Hero geguckt und so weiter, was es da alles gibt. Und ich habe ja auch eine Welt, wo ich mit allen möglichen Plugins spiele. Und das mal so austeste. Wo hatte ich denn damit angefangen? Das war, wo die Porkis und Zander und Ingenskirchen, war das Minecraft Hero? Nee, das war Tekkit, ne? Tekktown, genau. Tekktown habe ich geguckt zum ersten Mal. Da fand ich irgendwie schön. Es ist was völlig anderes. Es ist natürlich Minecraft, aber es ist halt, was wollte ich? Ah, du hast halt neue Sachen, ne? Durch Mods und sowas. Und neue Biomen. Ja, genau. Das macht das Ganze natürlich nicht gerade einfacher. Sondern etwas komplizierter. Ich finde, das ist doch eine schöne, so eine Herausforderung. Aber Minecraft geht ja selber auch langsam schon da in die Richtung. Ja, das stimmt. Ich will es auch, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, überhaupt kein einziges Mal jetzt im Moment in der 1.8 gespielt. Ja, ich habe noch nicht in der 1.8 gespielt, weil ich erstmal gucken will, dass hier die Optifine und meine Minimap da auf 1.8 sind. Und dann, mal sehen, wann das soweit ist. Ich hatte jetzt mal geguckt kürzlich, da waren sie es noch nicht. Aber irgendwann werden sie es sicherlich. Ja. Und dann werde ich auch in der 1.8 spielen. Dann werde ich auf der 1.8 umschalten. Ja. Doch schön. Da. Warte, ich mache hier doch kein Fenster rein. So, okay. Wo bist du jetzt? Bei der Farm? Oder? Ich bin hier bei der Farm. Okay. Wenn ich mal gucken kommen soll, sag Bescheid. Ja, ich sag dir dann gleich mal Bescheid. Vielleicht mal eine nette Anregung. Ja, ich sag dir dann Bescheid. Oder ich kann ja auch mal so gucken. Ach, liebe Leute, ich guck mal so, sonst seht ihr ja gar nicht, was da gebaut wird. Ist ja schon ordentlich. Hallo. Habe jetzt überlegt, hier ein großes Fenster reinzumachen. Ja. Also hier eine Tür oder ein Fenster, was meinst du? Also wenn es so ist, würde ich ja fast sagen Fenster. Glaube ich auch. Und dann hier an der Seite. Und der Eingang hier unten. Ja,
das Fenster lassen oder auf der anderen Seite zwei? Weil hier würden, glaube ich, keine zwei hinpassen. Auf der anderen Seite ist ja das Dach länger. Was? Wo ist es länger? Ach so, ja, du machst ja, ja doch ums Eck. Schön. So, ich muss dann aber die Treppe ein bisschen ja anders machen, damit die Stufe dann dahin kommt. Noch Stufen? Sonst hier drin setzen oder Sandsteinstufen? Weiß nicht. Nee, erstmal so, dass ich hier denn, dass der Übergang gerade ist, dass die gut, Treppe nicht vor mal der Tür anfängt. Rein. Ja, da habe ich noch eben das dann. Geht auch, glaube ich, so. Nee, falsch. Nee, warte, nimm mal weg. Ich mach mal schnell. Zack. Ah. Wann? Achso, ich habe gedacht, du hättest da Stufen in der Hand. Ja, hatte ich ja auch. So, weil die. Das sind jetzt Stufen. Aber du hast die, glaube ich, falsch herumgesetzt, ne? Weil. Ja, wenn ich die so setze, dann kommt da ja kein Schnee drauf. Verstehst du? Ach so, meinst du das? Ja, ja gut, so, das kann man natürlich auch machen. Das? Genau, richtig. Okay, sorry. Ist ja kein Problem. So, ja, ich glaube, es hat ein bisschen was vom Fachwerkhaus von innen. Holzbalken. Mhm. Habe ich hier vor meinem Bett hinzustellen. Wo habe ich denn die Dinger? Ja, da, pass mal auf. Ich mache mal Folgendes. Kannst du ja dann versetzen, aber ich tue ja, mal überall ja Fackeln dran, nicht, dass wir das nachher vergessen. Und hier wird dann eine Monsterfarm draus. Apropos Monsterfarm, ist hier Nacht. Wir sollten uns mal eben wieder hinlegen. Ja, ja. Tu hier nee, oben auch ich kann auch gar nicht schlafen. Doch, jetzt geht's. Hier oben auch nochmal ein paar Fackeln, die kannst du ja dann wieder versetzen. Oh, ja, mache ich. Aber, obwohl, die sind gar nicht mal so schlecht an den Pfeilern. Ja, du baust ja da sicher noch irgendwas hin. Ja. So, gute Nacht. Aua. Okay, und gute Nacht.